Speichern. Plus Boni. Vor dem Tor. Da ist nur die Frage, ob die uns wirklich reinlassen. Eben, wir haben die Blume vom Prinzen erhalten, ne? Mit dem wir ja Zugang haben sollten. Hey da, stopp! Betreten verboten. Die Stadt wurde angegriffen. Wer weiß, ob der Palast noch sicher ist. Wir haben strenge Anweisungen von unserer Herrin Hildebonia, niemand hier einzulassen. Wenn ihr rein wollt, nennt zuerst euren Namen und eure Begehren. Was? Du sagst, du bist der berühmte Mario? Was? Und du sagst, du bist der berühmte Luigi? Wer ist denn Luigi? Weiß ich auch nicht. So, so, der berühmte Mario aus dem Pilzkönigreich. Das kannst du uns doch sicher beweisen, oder? Dieser Sprung. Tatsächlich. Da ist also Mario. Ich denke vielleicht. Wie auch immer, Mario und Dulu, irgendwer. Was wollt ihr denn in diesem Schloss? Ah, so, so. Was? Wie ich? Hört, hört. Verstanden. Nicht ein Wort. Na egal. Ihr könnt hier sowieso nicht rein. Also schleicht euch. Das ist doch die Rose vom Prinz Marmek. Ihr kennt den Prinzen? Wir lassen sie wohl besser rein. Nun gut, ihr habt die Rose und ihr seid nette Clowns. Also dürft ihr in den Palast. War eine ordentliche Show. Schön. Schön, dass die Mario-Brüder als Clowns bezeichnet werden. Kommt ihr auch weiter? Nö. Halt, hier ist Zutritt verboten. Ja, okay. Das ist Zutritt verboten. Kann jeder geradeaus weiter. Was haben wir hier? Irgendeine komische Tür. Gesicht? Keine Ahnung. Da spendet irgendwer. Na sowas. Mario und Luigi, sieh an. Hildebonia heiße ich. Und arbeite in diesem Schloss. Die Wachen haben es mir gesagt. Ihr beide seid also wirklich der Mario und der Luigi? Na wohl wahr. Ich bringe lassen euch wie Mario und Luigi erscheinen. Wie bitte? Sprecht lauter bitte. Ich verstehe kein Wort. Es ist zu laut. Könnt ihr nicht leiser sprechen? Das habt ihr gesehen, und der Palast ist im Moment in höchsten Alarmbereitschaft. Deshalb ist es undenkbar, zwei Fremde wie euch zur Königin zu lassen. Als die älteste Zufe der Königin habe ich die Aufgabe, den Palast zu beschützen. Okay. Hört gut zu. Wenn ihr Mario und Luigi seid, dann könnt ihr doch sicher eure Palast reparieren. Ja, wenn ihr es schafft, könnt ich eine Audienz bei der Königin arrangieren. Los, zeigt mal, was ihr als Klempner auf den Kasten habt. Alles klar. Dann mir auch noch degradiert zu Klempnern. Naja, Mario und Luigi sind ja auch eigentlich Klempner. Katakomben. Schloss Bonia.
neue Gegner. Ja, das war zu spät. Früh und mache es erledigt. Ja, ich habe noch ein One-Up für Mario. Das ist ein gängiges Problem. Das ist mit Ausweichen. Bei manchen Gegnern ist das schon ein Problem. Einmal hier das Loch stopfen. Das System Wartungsanspruch 1. Löcher im Leitungssystem werden mit einem kräftigen Schlag auf den Tropfen verschlossen. Okay. Muss ich weiter nächstes. Das ist ja einfach. Und wenn wir nur ein paar Tropfen verschließen müssen. Ich meine, ich habe sehr viele Pilze. Ich verwende die jetzt mal zur Heilung. Bevor ich hier wirklich noch mal drauf gehe. Okay, dann zeige ich wenigstens, dass das Ausweichen bei denen mal ein bisschen besser durchschaut. Das ist immer so kurz, nachdem die gelandet sind. Bevor die jetzt wieder anfangen zu fliegen. Okay. Das waren jetzt nicht gerade die Mega-Werte, die wir dazu bekommen haben. Ja. Nächstes müssen wir erleben. Ah, zu spät. Und dann weiter nichts. Luigi müsste jetzt auch Level Up sein. Ich steig ja immer ein bisschen später auf als Mario. Nehmen wir das ein Glückswert. Und direkt 3. Also ich glaube, das Glückswert sein soll. Aber das war ein Fehler, da kommen nicht die richtigen Stachis. Was können wir mit dem Rad machen? Was steht denn hier? Abwassersystem Wartungshandbuch 2. Um die Röhren zu fluten, muss man kräftig an den Handrad drehen. Und wie machen wir das? Ah, Moment. Das war's, was wir machen mussten. Ah, das war knapp. Okay. System Nummer 2 haben wir auch heute gelöst. Ich meine, es gibt jetzt sehr viele Gegner. Aber wir müssen sie ja nicht bekämpfen. Und natürlich für Level Up und so wäre es nicht schlecht. Die halten ein bisschen viel aus.
würde ich gerade sagen, direkt erledigen. Zu viel gesprungen dafür. Okay. Ah, das werden immer mehr Gegner. Nein, das war doof. Da hat das genau gepasst. Ja, es hat nicht so gut gepasst. Von Luigi macht ein bisschen weniger Schaden als der von Mario. Oder ich habe da das Timing einfach nicht ganz so getroffen. Kann auch sein. Natürlich werden wir direkt getroffen vom Gegner. Ah, Luigi ist erledigt. Okay. Ich habe gerade den Hammer mal losgelassen. Okay, Luigi, kriegst du One-Up. Bevor ich jetzt auch noch mit Mario drauf gehe. Genau, von dem habe ich gesprochen. So, dann kommt schon Mario. Also wenigstens den los. Ist auch direkt erledigt, hoffentlich. Ja, noch nicht ganz. Ist auch mal drehen, oder nicht? Das hat zumindest jetzt nichts gemacht. Es hat jetzt nichts gemacht. Das ist nicht merkwürdig. Ich kann es auch nicht irgendwie anders drehen. Ja, vielleicht. Ja, hier. Ah, das ist ein Fehler. Okay, da muss ich die richtige Reihenfolge zurückdrücken. Das ist ein Fehler. Ja, das ist richtig. Hier müssen wir hochspringen. So. Drehen. Jetzt kriegen wir auch hier vorne Wasser. Okay. Okay. Macht schon fast ein bisschen mehr Sinn.
Okay. Dann geben wir jetzt auch was um. Ja, das ist einfach. Ah, Speicherpunkt. Vermutenbonus. Endlich sind wir gerettet. Oh, glückliches Schicksal. Das seid ihr jetzt für Mario und Luigi aus dem Pilzkönigreich. Was treiben Leute hier euch an so einen Ort wie diesen? Was? Ich eine Falltür? Ich war das. Damit sie die Wasserröhren repariert. Wie nun, aber Luke Miller hat uns doch überfallen. Wir waren die ganze Zeit hier eingesperrt. Vielleicht war Hilde Bonia Mona. Mario und Luigi, diese Hirnis, dass sie ja so leicht in meine Falle tappen. Funktionieren die Wasserrohre? Wird das Alarmsystem für die Sternwohnen ausgeschaltet? Meine Fürstin, nehmen wir die Sternwohne und machen uns aus dem Staub. Endlich, endlich, die Sternwohne und Beatstimme in meiner Hand. Eine Wunderbohne, die alle Wünsche erfüllt. Das ist die Sternbohne. Damit die Kraft der Sternbohne nicht missbraucht werden kann, haben wir jetzt die Generation in diesem Palast bewacht. Luminous hat es auf die Sternbohne abgesehen. Hey, Hülsenfrucht. Mario, Luigi, schnell. Wir müssen zur Sternbohne. Die Sternbohne darf denen auf keinen Fall in die Hände fallen. Schneller, schneller, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ah ja, kannst du mich hier speichern. Was ist irgendwas passiert? Die waren ja hier eingeschlossen. Ist hier noch irgendwas für mich? Pilze, Pilze, noch mehr Pilze, Münzen. Wenn ich denke, dass Luke Miller im Schloss ist, will ich vor Angst fast schon lieber hier bleiben. Wir können noch hoffen, dass es Königin Marmela gut geht. Ja, vielleicht geht es ja gut. Keine Ahnung. Wir haben jetzt bisher noch nicht gesehen. Mein Gott, zu spät. Die Sternbohne ist. Die Sternbohne und Peach Stimme sind endlich mein. Wenn die Sternbohne mit Peach Stimme erweckt, wird Lumella die Welt beherrschen können. Übrigens, ich habe gehört, ihr beiden habt Königin Marmela noch nicht gebührend begrüßt. Wie unhöflich von euch, nicht wahr, Eure Hoheit? Trinkt doch einen Tee zusammen. Erörtert die diplomatischen Probleme der Gegenwart. Wird bestimmt lustig. Irgendwas stimmt mit der Königin nicht. Die Königin noch einmal in Donkey Kong verschnitzt. Ah, das war ein Fehler. Oh, das ist ein Fehler. Oh, ich hätte mich heilen sollen. Das ist ein großer Fehler. Ich dachte eigentlich, ich wäre Level Up gestiegen. Ja, scheinbar nicht. Ich habe noch One-Ups. Zwei, um genau zu sein. Das war ein großer Fehler.
Oh, das macht kaum Schaden. Okay, das wird doch schwieriger als erwartet. Okay, ich muss auf die Hände springen. Oh, das ist... Ja, ich glaube, das muss ich neu probieren. Ja, das muss ich neu starten. Game over.